fragt man einen Letten nach der aufregendsten Stadt in seinem Land, dann nennt er garantiert Ventspils. Was für Touristen nicht so ganz nachvollziehbar ist. Denn so wirklich viel los ist hier nicht. Der Ölterminal im Hafen vor einigen Jahren aufgrund eines Störfalls in die Schlagzeilen geraten. Inzwischen ist es um den Ort etwas stiller geworden. Doch Ventspils mausert sich derzeit zu einem hübschen Städtchen. Hier hat man den zweifelhaften Charme der ehemaligen Sowjetherrschaft bereits erfolgreich vertrieben. Urlauber zieht es natürlich vor allem an den Strand. Hier kann man das Urlaubgefühl in vollen Zügen genießen. Die Dünenlandschaft erstreckt sich gut 2 Kilometer bis mitten in den Stadtkern. Ventspils, eine ideale Kombination aus Strandurlaub und Kulturreise. Die Stadt liegt an der Ostsee und hat es dank des Ölexports zu erstaunlichem Wohlstand gebracht, was man auch auf den ersten Blick sieht. Die Häuser sind in freundlichen Basteltönen gestrichen, die Straßen sauber und gepflegt. Überall florieren kleine Geschäfte und Bistros. Das Preisniveau ist deutlich höher als im Umland und teilweise sogar höher als in Riga.
Das Fanspiel ist in erster Linie eine Industriestadt, was man so schnell nicht erkennt. Sie wirkt eher wie eine nett herausgeputzte Touristenstadt. Dabei sind die meisten Besucher Geschäftsreisende, die im weitesten Sinne mit dem Seehandel oder der Industrie zu tun haben. Die Altstadt besteht aus 200 Jahre alten Häusern und ist architektonisch reizvoll. Weiter oben liegt die Ordensburg aus dem 13. Jahrhundert. Von dort oben kann man mit Teleskopen die ganze Stadt und den Hafen betrachten. Der Blick ist wirklich schön. Die Hafen- und Flussrundfahrt mit dem Boot können wir ohne Bedenken als gut bestätigen. In Kuldika, auf Deutsch Goldingen, angekommen und werden mit einem kleinen Straßenzug die Altstadt besichtigen. Der livländische Landmeister des Deutschen Ordens Dietrich von Grüningen errichtete 1242 nach einem Kriegszug gegen die Kuren an den Stromschnellen eine Burg, welche erst Jesusburg und später Goldingen hieß. Von dem 12. bis zum 19. Jahrhundert hat Kuldika eine große geschichtliche Vergangenheit. So hat im 19. Jahrhundert die Stadt einen erneuten wirtschaftlichen Aufschwung erreicht. Die größten Unternehmen waren die Nadelfabrik Meteor und die Streichholzfabrik Vulkan bis zum Jahr 2002 und eine Lederfabrik. Besonders zu erwähnen ist, dass im Jahre 1881 die Stadt bereits über 9000 Einwohner hatte und somit wurde 1886 das Lehrerseminar von Riga hierher verlegt. Nach dem Ersten Weltkrieg kam Kuldika in Unabhängigkeit gewordenes Lettland. 1939 wurden die Deutschbalten, die immer noch 13% der Stadtbevölkerung stellten, im Zuge des Hitler-Stalin-Pakts umgesiedelt. Nach der deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 marschierte die Rote Armee am 10. Mai 1945 in Kuldika ein. Bis dahin war die Stadt im Kurlandkessel von der Heeresgruppe Kurland der Wehrmacht einschließlich lettischer Verbände gehalten. In der sowjetischen Zeit von 1945 bis 1991 war Kuldika Kreisstadt, in der Industrie angesiedelt wurde. Unter anderem holzverbreitete Industrie. Ein Werk für Stahlbeton, Fertigteile und Textil. Thank you.
Riga ist die Hauptstadt Lettlands und mit rund 700.000 Einwohnern größte Stadt des Baltikums. Riga ist zudem der größte Ballungsraum in den drei baltischen Staaten. Riga ist politisch, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Landes. Die alte Hansastadt ist berühmt für ihre Jugendstilbauten und ihre großzügige Anlage sowie für die gut erhaltene Innenstadt, darunter besonders die Altstadt. 2016 wurde Riga der Ehrentitel Reformationsstadt Europas durch die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa verliehen. Die nördlichen Vorstadtbezirke liegen bereits an der Riganischen Bucht. Das Hinterland im Süden und Westen der Stadt ist verhältnismäßig dünn besiedelt. Ausgedehnte Moore und Sümpfe bilden hier einst einen natürlichen Schutz. Östlich und nördlich der Altstadt befand sich noch im ausgehenden 19. Jahrhundert ein ausgedehntes Öl aus Sanddünen. Haben wir mit mehreren Möglichkeiten besichtigen können. So sind wir auch die Busfahrtbesichtigung mit Hop-On, Hop-Off gefahren. Es war sehr interessant. Danach Besichtigung der Markthallen. Hier steht das Schwarzhäupterhaus und die Schwarzen Häupter waren Ende des 13. Jahrhunderts eine Bruderschaft des heiligen Georg. Die Bruderschaft bestand aus jungen, unverheirateten ausländischen Kaufleuten, die in Riga lebten, ohne das Bürgerrecht der Stadt zu besitzen. Der Name Schwarzhäupterhaus wurde 1687 eingeführt. Thank you.
nach unseren Besichtigungsfahrten haben wir auch zu Fuß Riga erkundet. Im Gaujal Nationalpark bei Stadt Sigulda. Der Nationalpark ist in 5 Zonen unterteilt, die unterschiedliche touristische Ziele, Erlebnis- und Bildungsangebote bieten. Touristisch beliebt sind Bootstouren oder Kanufahrten auf der Gaujal. Für Wanderer wird ein Panoramaweg geboten. Im Nationalpark werden geführte Wanderungen angeboten, die unter anderem die Tierwelt zum Thema haben. Nationalpark eine anspruchsvolle Holztreppe mit ca. 408 Stufen. Auch wir haben es geschafft,